das Wichtigste bei Photovoltaikanlagen ist natürlich, dass sie funktionsfähig sind und laufen, wenn die Sonne scheint, ganz klar. Das heißt, wir wollen unsere Anlagen im Top-Zustand haben, gerade in den Sommermonaten von April bis September. Deswegen machen wir auch unsere Wartung davor, im Februar und März. Das Gleiche gilt für das Thema Verschattung. Manchmal ist es so, dass man eine Photovoltaikanlage baut und 5 Jahre später hat man neben ihr größere Büsche oder auch Bäume. Das muss man so ein bisschen im Blick haben und dann auch Maßnahmen ergreifen. Das heißt also ein bisschen Grünpflege betreiben, Rückschnitt etc. Einfach, dass die Anlage nicht im Schatten steht.